Dass Japan eins der sichersten Länder der Welt ist, davon haben viele von euch sicher schon mal gehört. Vergleicht man da verschiedene Statistiken im Internet, wovon es Tausende gibt, landet Japan immer mal wieder so auf Rang 1 bis 10. Ich finde dieses ganze Statistikenwirrwarr extrem verwirrend und bin auch der Meinung, dass es wesentlich zu viele komplexe Punkte gibt, um da so ein Fazit zu ziehen. Außerdem, Länder wie Island, das ist doch kein Gegner. Das ist doch unfair. Trotz der also im Allgemeinen bekannten niedrigen Gewaltstatistik und der großen Sicherheit, die in Japan herrscht, wurde ich in Japan schon mal in eine Falle gelockt und fast ausgeraubt. Wo, von wem und wie ich mich mit einer krassen List aus dieser Situation befreit habe, das gibt's heute. Also bleibt dran. Und damit herzlich willkommen bei DZM, eurem Kanal rund ums Reisen, Leben, Motivation und allem Kram, der mir so einfällt, Freunde. Kleiner Disclaimer gleich zum Anfang. Dieses Video wird definitiv keine Tiefenanalyse darüber, wie sicher Japan ist oder wie sicher Japan nicht ist und warum das so ist und auf welchem Platz das in irgendwelchen komischen Rankings und Statistiken steht, die man im großen, weiten Internet da draußen finden kann. Dieses Video ist die Geschichte, wie ich in Japan überfallen wurde und wie ich mich in diesem Land im Generellen fühle. Der Punkt ist, dass Japan ja im Allgemeinen als sicheres Land geht und jeder von uns, je nachdem wie viel wir uns in der Welt bewegen, wir so ein Common Sense haben, wo wir es als sicher empfinden und in welchem Land es vielleicht nicht sicher ist. Ob nun vom Hörensagen durch die große weite Welt da draußen oder durch die eigene Erfahrung. Ich habe mich in Japan stets sicher gefühlt. Schon immer und bis auf diesen einen Zwischenfall habe ich auch nie Probleme in Japan gehabt. Bevor ich aber mit meiner Story so richtig loslege, will ich vorher nochmal betonen, dass ich mich sowohl in meiner Heimatstadt Berlin als auch in Japan oder überall, wo ich so unterwegs war, stets viel bewegt habe. Und viel bewegt heißt auch eigentlich überall bewegt. Ich habe stets versucht, in allen Gesellschaftsschichten mich irgendwie durchzuwühlen, mit ganz vielen verschiedenen Menschen zu reden, um ja ein ganz großes, buntes Bild an Erfahrungen am Endeffekt zusammenzubekommen. Dass man mit so einem Lebensstil natürlich auch ein höheres Risiko fährt, irgendwo hinein zu geraten, weil man vielleicht auch mal in eine Bar geht oder in Clubs oder in Gegenden, die halt nicht so als sicher gelten, das ist natürlich klar. Für mich ist es aber Lebenselixier und extrem wichtig, dass ich halt da, wo ich lebe, auch mich viel bewege. Mein Erlebnis geht weit zurück und zwar ins Jahr 2008, wo ich das erste Mal in Japan war und zwar in Saitama. Das liegt über Tokio, blende ich euch hier mal ein, da habe ich bei einer Gastfamilie gelebt und habe jeden Tag damit verbracht, nach Tokio City reinzufahren, um bis zum Sterben zu laufen. Ich habe mir damals so eine Nike Runs geholt, glaube ich, die waren damals ziemlich teuer und habe die im Laufe von 1,5 Monaten komplett kaputt gelaufen. Ich bin wirklich teilweise 16, 17 Stunden am Tag gelaufen. Ich war süchtig. Ich konnte nicht genug bekommen von Japan und vom Laufen und vor allen Dingen auch von der Stadt Tokio. Dementsprechend bin ich wirklich unglaublich viel unterwegs gewesen. Ich war größtenteils damals auch komplett überfordert mit der Stadt, auch mit den ganzen Eindrücken. Es war das erste Mal, ich war noch relativ jung und es war einfach alles so verrückt und ja, vor 14, 15 Jahren, die es jetzt inzwischen her ist, waren halt auch einfach noch nicht so ultra viele Ausländer da und Japan war schon noch ein bisschen anders vom Spirit, selbst in Tokio muss man sagen. Ich lief also wieder mal einen Tag bis in die Nacht hinein und landete in Roppongi. Roppongi ist ein sehr bekannter Stadtteil in Tokio, ja, der so ein bisschen für seine Bars und Nachtleben bekannt ist und auch so ein bisschen für shady Business und so ein bisschen shady People, sage ich jetzt mal. Die Situation, in der ich damals war, war ziemlich brenzlig, würde ich sagen. Und ich bin damals nur durch einen Trick und ein bisschen Köpfchen daraus gekommen, was aber ganz klar daran lag, dass ich eine gewisse Straßenschleue schon in Berlin gelernt habe. Ich empfehle niemandem, ausdrücklich sage ich das nochmal hier, niemandem das zu tun, was ich getan habe, solltet ihr in einer gleichen oder ähnlichen Situation hier in Japan sein. Denn das, was ich da damals getan habe, wirkt heute nicht mehr. Ich bin damals also in Roppongi gelandet. Es war spät in der Nacht und ich bin rumgelaufen. Ich war schon relativ müde, wollte aber noch nicht nach Hause gehen. Es begann das Nightlife, es war auch Wochenende gewesen und dementsprechend war natürlich auch die Atmosphäre um mich herum relativ magnetisch. Ich bin dann in eine dunkle Seitenstraße gelaufen und da sprach mich ein Ausländer an. Der hat mir dann irgendwas erzählt von hübschen Frauen und einem Club, der sprach perfektes Englisch. Ich konnte damals auch schon Englisch, konnte also alles verstehen. Und der bot mir an, dass es hier in der Nähe einen Club gibt und ich könnte da irgendwie Drinks bekommen und keine Ahnung. Für mich damals wusste ich nicht, heute würde ich sagen, es wirkt ein bisschen wie so ein typisches
Scamming. Du gehst in den Club, du sollst da irgendwie bezahlen. Am Ende ist die Rechnung ein bisschen höher und ja, dann wird ein bisschen Druck ausgeübt und du bezahlst dann die Rechnung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das üblich ist, dass das in Japan viel passiert, aber auch hier in Kyoto gibt es so die ein oder andere Geschichte, wo sowas durchaus mal passieren kann. In der Regel ist das erste Indiz, dass ihr aggressiv angesprochen werdet, dass euch angeboten wird als Ausländer, ja, hier gibt es eine Bar, da könnt ihr für so und so viel trinken und das ist alles cool, alles sauber und so. In der Regel machen japanische Clubs oder Bars das gar nicht so gerne, dass die Leute ansprechen. Das passiert jetzt inzwischen hier auch in Kyoto immer mehr. Es ist übrigens auch verboten worden hier. Aber in der Regel ist das schon mal so ein Indiz, dass es irgendwie verdächtig ist. Gerade wenn man als Ausländer angesprochen wird. Der Typ wurde dann relativ schnell aufdringlich und wollte meine Hand schütteln. Ich habe ihm dann meine Hand gegeben und er hat die dann richtig festgehalten und mich so ein bisschen an sich rangezogen. Er wollte mich dann aggressiv überreden, dass ich da irgendwie in seine Bar gehe und ich habe das aber auch relativ eindeutig abgelehnt. Man muss dazu wissen, dass ich damals in einer guten körperlichen Verfassung war. Ich habe viel trainiert, ich war relativ schwer. Ich hatte über 90 Kilogramm, ich hatte lange Haare, so wie jetzt. Ich habe jetzt, sagen wir mal, vom Körpertyp her, war ich jetzt irgendwie kein dahergelaufenes Hemd. Also nicht so wie jetzt halt. Ich bin auch relativ vertraut, wie ich es ja schon ein paar Mal angedeutet habe auf dem Kanal, auch mit der Straße. Ich bin relativ rau aufgewachsen, kann mich also auch im Notfall verteidigen und kann auch ganz gut Leute lesen, sage ich jetzt mal. Der Typ hat also auf mich gleich einen relativ merkwürdigen Eindruck gemacht und ich wollte eigentlich nur weg. Er hat mich dann aber wirklich nicht losgelassen und in Richtung einer Tür gezogen, ganz in der Nähe. Nachdem er dann gemerkt hat, dass ich relativ aggro wurde, hat er dann meine Hand losgelassen und hat dann versucht, so ein bisschen, sage ich mal, auf eine liebe Art mich nochmal zu überzeugen. Ich habe ihm dann auch irgendwie nochmal zugehört, habe ihm auch gesagt, hey, war jetzt keine coole Aktion, hättest du mir das einfach lieb erklärt, dann hätten wir vielleicht auch irgendwie ein Geschäft gehabt. Und während ich mit ihm geredet habe, kamen einfach noch drei andere Typen dazu, die so ein bisschen so einen Kreis um mich gemacht haben. Ich habe dann natürlich gefragt, ey, wer seid ihr? Der Typ hat dann erklärt, jo, das sind hier meine Kumpels, mach dir keinen Kopf. Aber dann haben die mich auf einmal in Richtung dieser Tür gedrängt und ich konnte das gar nicht mehr so richtig abwehren. Ich konnte gar nicht so schnell gucken, da ging die Tür auf und ich landete in diesem Raum. Die Tür fiel zu und die Typen drängten mich direkt so eine kleine Treppe runter und ich habe dann natürlich angefangen hart zu diskutieren. Ja, dann fand ich mich am Ende der Treppe in so einem ganz kleinen Club wieder, wo, ja, sagen wir mal, so zwischen 10 und 15 Leuten, das ist ein bisschen schwierig, mit den drei Typen vielleicht 18 Leute oder sowas insgesamt da gechillt haben. Und die waren alle von einer Zugehörigkeit, die haben alle irgendwie zusammengehört, es waren alles Kumpels, das hat man gesehen. Und das waren alles Ausländer gewesen. Es waren auch drei, vier japanische Frauen da, Tänzerinnen, ziemlich eindeutig Stripperinnen, würde ich sagen. Und die hingen da auch mit rum. Als die Typen mich da reingedrückt haben, waren die, die unten waren, relativ erschrocken erstmal darüber, was da abging. Aber man hat dann relativ schnell gesehen, dass die auch ein bisschen vertraut mit so einer Situation waren. Ja, ein paar Leute haben sich dann vor mir aufgebaut und es wurde mir dann geraten, einen Drink zu bestellen. Ich habe dann natürlich gesagt, ey, wisst ihr was, ihr könnt mich mal lecken. Ich mache hier gar nichts. Ich bestelle hier gar nichts. Ja, ich wurde hier reingezogen in den Laden und ich mache hier gar nichts. Die waren darüber relativ erbost, sage ich mal, aber ein Typ schien da irgendwie der Alpha zu sein und hat die anderen so ein bisschen zurückgedrängt und hat sich dann mit mir unterhalten. Am Anfang war der noch relativ nett gewesen und wollte mich dann davon überzeugen, dass es eine ganz gute Idee ist. Die anderen hier um mich herum scheinen jetzt auch nicht so die freundlichsten Typen zu sein. Also er hat versucht, freundlich Druck aufzubauen. Ich habe ihm dann aber freundlich erklärt, dass mir sein Druck komplett am vorbeigeht. Er hat mich doch hier mit seinen Leuten in diesen Laden reingebracht und ich werde hier tun. Als er dann gemerkt hat, dass er mit der Masche nicht weiterkommt, ist der Typ dann richtig aggro geworden und hat ein paar Mal angedeutet, dass er mir hier ganz einfach auch eine reinhauen könnte. Er wollte dann von mir mein Portemonnaie haben und ich habe ihm mein Portemonnaie dann auf den Tresen geschmissen. Denn, Freunde, ich habe eigentlich immer relativ wenig Bargeld dabei. Und auch damals hatte ich kaum Bargeld dabei. Es waren irgendwie, glaube ich, 10 Euro umgerechnet. Ich habe ihm also mit einem Lächeln meine Potte auf den Tisch geworfen und meinte, hier, nimm halt. Er hat die dann ziemlich aggro durchgeguckt, war dann auch ziemlich angepisst, dass da kein Geld drin war, hat ein bisschen meine Dokumente durcheinander gebracht, ein paar Bankkarten umhergeschmissen und meinte dann zu mir, es wäre jetzt besser, wenn ich zum ATM gehe, also zum Geldautomaten. An der Stelle dachte ich mir dann so, weißt du was, du kannst mich mal ganz gehörig da küssen, wo die Sonne nicht hinscheint. Erst ziehst du mich in deinen Club, dann bauen sich hier irgendwie um mich herum übel viele Leute auf. Ich bin noch ein relativ junger Mensch. Was bist du denn für ein Typ, Alter? Ich werde hier gar nichts machen, schon aus Prinzip nicht. Und jetzt kommt der Trick, den ich damals angewandt habe. Ich wusste, dass zu der Zeit viele, viele Clubs und viele Bars so ein bisschen im Untergrund, im Hintergrund muss man sagen, Geld an die Yakuza bezahlen, die japanische Mafia. Und dass viele Clubs, ja, das ganze Nachtleben im Generellen viel in der Hand der Yakuza lag damals. Dementsprechend
Reisen dachte ich mir so in meinem Kopf, locker zahlt doch dieser Club Schutzgeld an die Yakuza oder wird sogar von der Yakuza besessen. Was bedeutet, dass die Yakuza definitiv keinen Ärger haben will und schon gar keine Leiche oder einen halb kaputt geprügelten deutschen Touristen in ihrem Laden liegen haben will. Auch wollen die ganz bestimmt nicht, dass ich nach so einem Zwischenfall zur Polizei gehe und da irgendwie eine Aussage mache und es im schlimmsten Fall dazu kommt, dass sie dann im Club einfach schlechte Reputationen bekommen. Also dachte ich mir, vielleicht ist es ein guter Zeitpunkt, um richtig hart zu pokern. Ich habe also den Typen angeguckt und meinte zu ihm, jo, pass mal auf, ich sag dir mal eine Sache, du kannst hier gar nichts machen. Ich weiß, dass ihr Schutzgeld an die Yakuza bezahlt. Wenn ihr mir wehtut, wenn ihr irgendwas mit mir tut und wenn ihr mich im schlimmsten Fall hier umlegt, dann habt ihr richtig, richtig den offen. Denn dann kriegt ihr Probleme mit den Leuten, die über euch stehen und die eure Visa kontrollieren und euren Laden. Und jetzt kannst du mich mal komplett am Sorry für die vielen Ausdrücke, Freunde, aber ich piep das raus. Es addet einfach mehr Gefühle. Mir wird auch ganz heiß bei der Story. Ich erinnere mich an die ganze Situation zurück. Heute ist also wieder richtig mit Feuer. Sorry, Leute. Und ich sag euch was, der Typ hat mich angeguckt, dem ist die Kinnlade runtergefallen auf seinen Tresen. Und er wusste dann für ein paar Sekunden erstmal nicht weiter. Seine Leute haben alle einen Schritt zurückgemacht. Die wussten auch nicht, was abgeht, was sie dazu sagen sollen. Und dann war erstmal Schweigen in dem Laden. Der Typ hat dann sich von mir weggedreht und hat sich so auf den Tresen gestemmt, sag ich mal. Und hat ganz kurz überlegt, hat mich dann angeguckt, hat mein Zeug zusammengeräumt, hat mir das Portemonnaie auf die Brust gehauen. Ich habe das dann genommen und dann meinte er, verpiss dich aus meinem Laden. Tja, ich bin dann rausgegangen und hab mir den Staub von der Schulter geklopft und bin dann in der Nähe in ein Restaurant gegangen. Nochmal ganz klar, ich erzähle die Geschichte nicht so, weil ich irgendwie krass wirken will oder weil ich cool wirken will. Ich erzähle euch die Geschichte, weil die so passiert ist und weil ich damals selbst davon erschrocken war, aber mich nie davon habe beeinflussen lassen. Japan ist für mich immer noch eines der geilsten Länder der Erde. Ich habe hier ein absolutes Sicherheitsgefühl und diese Situation ging auch nicht von Japanern aus. Ich war in einer Nightlife-Gegend, die dafür bekannt ist, ein bisschen shady zu sein und war der eine unglückliche Typ, der in diese Situation gekommen ist. In der Regel bezahlen die Ausländer dann meistens einfach ihre Drinks und kommen dann so auch easy aus der Situation raus. Es würde euch nie was passieren. Es war von Anfang an meine Art und Weise, dieses Spiel zu spielen, dass ich halt gegen die rebelliert habe, anstatt das zu tun, was die sagen. Das entspricht einfach meinem Charakter. Es ist absolut keine Empfehlung, dass ihr das tut. Und ihr solltet das auch heutzutage nicht mehr tun. Denn die Yakuza wurde wesentlich von der japanischen Regierung geschwächt, gerade in den letzten Jahren. Und die chinesische Mafia und die koreanische Mafia hat sich hier groß auf den Markt gedrängt. Wenn ihr so eine Nummer heute abzieht, könnt ihr ganz schnell richtig krasse Probleme bekommen. Die Leute, die ich da getroffen habe, waren einfach übermütig und die waren einfach abgenervt von einem Typen, der gegen die rebelliert. Und die wollten einfach ein bisschen so eine Nummer abziehen. Im Endeffekt hätten die mir wahrscheinlich nie irgendwas getan. Nichtsdestotrotz haltet natürlich eure Augen offen, seid aber auch nicht panisch. Was ich hier erzähle, ist nicht die Norm. Das passiert einfach nicht. Sollte euch jemals sowas passieren, ganz ehrlich, Geld ist weniger wert als euer eigenes Leben. Bezahlt einfach eure Drinks, schiebt rüber, was ihr habt, beschwichtigt die Leute und versucht da einfach rauszukommen, dann läuft sowas auch. Ich wollte euch schon seit langem diese Geschichte mal erzählen, weil ich die halt, wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren erlebt habe. Und ich denke, dass es einfach ganz interessant ist, wie ich damals da rausgekommen bin und dass der Trick damals sogar noch funktioniert hat. Im Grunde hat ja deren Reaktion auch gezeigt, dass das, was ich da gesagt habe, sogar die Wahrheit war. Freunde, denkt dran, den Kanal auch zu unterstützen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne ein Abo dazulassen, einen Daumen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr jemals in so einer Situation wart und was ihr vor allem auch gemacht hättet. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, haut rein. Ciao.